Dembélé steht vor einem Transfer. Kramaric, Nagel, Nagelsmann und Ajax bewahrt die Chance aufs Triple. Das Leben des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's. Kerem Demirbay, der zweifache deutsche Nationalspieler, steht bei diversen Top-Mannschaften auf dem Zettel. Das ist nichts Neues. Bei Top-Mannschaften und auch beim FC Arsenal. Naja, wie auch immer, scheint es so, als habe man sich jetzt auf einen Transfer geeinigt. Und zwar zu einem Verein, dessen Namen Bayer 04 Leverkusen ich aus aktuellen Gründen ungern nenne. Leverkusen will scheinbar die 28 Millionen Euro Ausstiegsklausel für Kerem Demirbay ziehen und ihn im Sommer dann fest verpflichten und unter das Bayerkreuz holen. Und die TSG Hoffenheim soll auch seit letztem Samstag darüber informiert sein, dass Demirbay im Sommer die Fliege macht. André Kramaric, Vize-Weltmeister und Topscorer der TSG Hoffenheim, kritisiert seinen Noch-Trainer Julian Nagelsmann, ja, öffentlich, für dessen taktische Spirenzchen. Wir wechseln zu oft das System während des Spiels. Wir sind keine Roboter, sondern Menschen. Manchmal werden Systemänderungen angesagt und dann brauchen wir 3 Minuten, weil es nicht jeder Spieler versteht oder wir es wegen der 50.000 Zuschauer nicht hören können. In diesem Moment verlieren wir unseren Vorteil. Und er selbst wisse in so vielen Spielen in diesem Moment nicht, auf welcher Position ich überhaupt bin. Ich sag mal so, ob du weißt, auf welcher Position du spielst oder nicht, wenn du 16 Bundesliga-Tore schießt, machst du nicht alles verkehrt. Aber lieber Herr Kramaric, keine Sorge, der Albtraum ist bald vorbei. Julian Nagelsmann ist bekanntlich auf dem Weg nach Leipzig. Champions League Halbfinalist Ajax Amsterdam hat weiterhin alle Chancen, tatsächlich das Triple zu gewinnen. Am Wochenende gewann man gegen Willem Twee relativ souverän den niederländischen Pokal mit einem 4:0. Also nicht relativ souverän, sondern einfach mal komplett souverän. Und dann geht's unter der Woche auch schon weiter mit dem Halbfinal Champions League Rückspiel gegen Tottenham Hotspur. Und dann kommen die beiden entscheidenden Spiele in der Meisterschaft. Und wir wissen, derzeit ist er mit 80 Punkten punktgleich mit Eindhoven und noch 2 Spiele zu gehen. So Leute, und dann beginnt auch langsam diese Phase wieder, in der man die ganzen Trikots der neuen Saison geleakt bekommt. Und man nie sicher sein kann, ist das jetzt echt oder hat das irgendein besoffener 5-Jähriger mit Wachsmalkreide designt. Naja. Wie auch immer, das hier soll wohl das neue Bayern-Trikot sein, angelehnt an die Fassade der Allianz Arena. Und wo wir gerade dabei sind, euch Trikots zu zeigen, von denen wir nicht sicher sind, ob es überhaupt die Originale sind, hier findet ihr auch das neue Auswärtstrikot von Real Madrid. Der FC Liverpool kann aufatmen. Bis 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sah es am Wochenende gegen Newcastle so aus, als würde man nicht nur die Meisterschaft verspielen, nein, sondern als würde man auch noch Roberto Firmino und Mo Salah für den Rest der Saison verlieren. Aber zuallererst mal das Spiel noch gedreht und 3:2 gewonnen. Und dann gab es eine Warnung bei Mo Salah. Der wird beim Rückspiel gegen den FC Barcelona, auch wenn man das Hinspiel hat 3:0 verloren hat und das Rückspiel relativ schwierig sein dürfte, zur Verfügung stehen. Bobby Firmino allerdings, der hat muskuläre Probleme und es könnte durchaus sein, dass wir ihn in dieser Saison gar nicht mehr spielen sehen. Gegen Barca ist er definitiv keine Option. Und dann gibt es noch brandheiße News aus England und demnach soll Liverpool großes Interesse daran haben, Matthijs de Ligt zu verpflichten. Es hieß ja bis jetzt, nur Bayern oder Barca sind realistisch, aber Mino Raiola will wohl etwas Kohle rausscheffeln und in England kann man ein bisschen mehr von machen. Und deshalb soll Liverpool jetzt wieder im Kreis der Kandidaten sein. Ganz kurz zu Luka Jovic. Gestern vor der unfassbaren Demontage von Bayern 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, über die wir nachher noch in Ruhe reden werden, sagte Freddy Bobic ganz deutlich, ey, diese ganze Geschichte, das Transfer zu Real Madrid, 60 Millionen Euro, 6-Jahres-Vertrag, Mariano Dinas im Austausch, da ist nichts dran, Real Madrid hat sich noch nicht gemeldet. Das heißt nicht, dass Real sich nicht melden wird, aber noch ist da nichts offiziell, also calmer. Obwohl sich Spieler und Verein weitestgehend einig sind, ist der Transfer von Thorgan Hazard in diesem Sommer von Borussia Mönchengladbach zum BVB noch nicht in trockenen Tüchern. Und der Grund dafür ist, dass man sich nicht auf die Ablösesumme einigen kann. Und das geht so weit, dass Max Eberl, Manager von Borussia Mönchengladbach, am Wochenende sagte, ey, kann es denn sein, dass der Thorgan noch eine Saison bleibt und dann ablösefrei geht? Und seine Antwort war, ja. Die Ablösesumme muss so sein, dass es Sinn macht, einen Spieler abzugeben, der mir in der nächsten Saison höhere Qualität gibt. Dabei ist der deutsche Markt realistischer als der englische. Aus England gäbe es leider kein Angebot. Also, das heißt nicht, dass es nicht noch passieren kann, aber der BVB konzentriert sich vermutlich derzeit noch nicht hundertprozentig auf Transfers für die neue Saison, sondern erst mal darauf, die aktuelle Saison so gut wie möglich abzuschließen. Das war's für heute, Freunde. Aber ey, zweite Bundesliga. Nur weil in der ersten Bundesliga niemand daran Interesse hat, nach Europa zu gehen, heißt es nicht, dass wir nicht sehen, was ihr da veranstaltet. Alle Top-Mannschaften verlieren. Den Spieler kannst du einfach rauslöschen, da wäre nichts passiert. Naja. Das war's jetzt tatsächlich, Freunde. Hier findet ihr das Q&A vom Samstag und hier nochmal die Prognose für den Monat Mai, wo wir jetzt schon alle daneben liegen. Das war's für heute. Bis dahin, auf Wiedersehen.